Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Prepare to Die Again. Ich hatte Angst um mein Leben und das ging gerade extremst fix hier. Ich bin nur kurz rausgetappt und habe schon Feuerball in die Fresse bekommen. So, mein Freund. Wie ist dein Plan? So. Das lief doch. Kann ich das Ding kaputt hauen? Kann ich. Nice. Was ist hier? Welkers Rapier, okay. Auch schön. Also, der ganze Welker-Kram, wie die Lore da ist, kann ich euch jetzt leider aus dem Kopf nicht unbedingt sagen. Das lesen wir. Scheiße. Lesen wir aber definitiv nach. So. Sobald wir hier so halbwegs geklärt sind, also clear sind. Ah, da ist noch einer. Wow, da ist noch einer. Noch einer. Ja, das werden mir gerade so ein bisschen viele, liebe Leute. Ja, ich tippe mal, dass der hier runtergefallen ist. Weiß nicht, wo der jetzt gelandet ist. Ganz ehrlich nicht. Aber ich glaube, der wird mich gleich von hinten irgendwie ficken. Gehe mal stark von aus. Oder der ist tot. Bin nicht ganz sicher. What the fuck geht hier ab? Scheiße. Das war weniger gut. Liebe Freunde, das war weniger gut. Puh, aber ich bin glücklich. Ich bin eigentlich ziemlich weit gekommen. Fast ohne Tod hier durch. Und hab den ekligsten Teil eigentlich hinter mir. Bin jetzt quasi hier direkt auch wieder in das Annex-Gebäude. Wo auch immer meine Seelen dann jetzt rumfliegen. Rumdümpeln. Weil die will ich halt jetzt unbedingt gerne mitnehmen. Könnt ihr hoffentlich verstehen. Die müssten jetzt eigentlich hier gleich auch liegen. So, wir wissen, hier ist der Torch-Bastard. So. Geben wir dem auf jeden Fall mal mit dem Bogen. Definitiv besser. So, und jetzt müssten meine Seelen hier eigentlich gleich um die Ecke liegen. Ja, natürlich. Mal schauen, ob und wann er runterkommt. Der kommt einfach nicht runter, der gibt ja auch keinen Fick. Und da kommt natürlich von der anderen Seite was. So, das musste jetzt einfach sein. Nein, schon wieder runtergefallen. Das gibt's nicht. Das kann nicht wahr sein. Aber ich habe meine Seelen noch bekommen. Das hat's gerade so ein bisschen relativiert wieder. War aber jetzt auch, es war echt ein bisschen schlecht von mir. Aber halt jetzt nicht so unvorteilhaft, wie es hätte werden können. Also da war ich leider ein bisschen im Zugzwang. Wegen den Seelen, ne? Und weil ich wusste, dass das wird nichts, wenn ich da dann nicht unbedingt das mache. Was ich eben getan habe, nämlich auf die Seelen zupreschen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich es noch schaffe, da irgendwie wieder rauszukommen. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Ist ja auch egal. Also jetzt werde ich auf jeden Fall wieder nach hinten laufen müssen, um da die auszuschalten. Denn ansonsten sterbe ich da gleich wieder. Oh, shitte. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier schnell das Gift entfernen. Das ist gar kein Gift, das ist toxisch. Das ist ja noch schlimmer. Das ist ja noch schlimmer. Hier oben sind noch zwei Welker.
Krähen und ich sollte vielleicht. So, Toxic und jetzt kommt hoffentlich gleich der andere runter. Sehen wir gleich. So, zumindest meine Seelen wiedergeholt. Was da oben ist, keine Ahnung. Müssen wir uns gleich mal angucken. Ich glaube, da kommt gleich die Krähe wieder an. Na? Ja, da kommt er. So. Dann sind da oben noch zwei Krähen. Kriege ich die irgendwie einzeln hier ran? Scheint jetzt erstmal nicht so. So, doch, die kriege ich jetzt einzeln. Okay, die kommt jetzt angeflogen. Nice, ey. So. Hätten wir das. Und dann nochmal ein Souvenir of Reprisal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da oben jetzt noch welche kommen. Die von. Ich glaube, da kommen gleich noch welche angeflogen. Ja, aber ich habe das Miracle geholt. Das hat sich dann doch schon mal gelohnt. Und wir können hier erstmal ein bisschen wieder runtergehen. Ja, da oben stehen sie. Man sieht die Schatten irgendwie so ein bisschen. Das ist so ein kleiner Bug, aber mit etwas Glück stürzen die sich in den Tod. So. Die ist hinüber. Ist die andere? Steht da oben. Gut, ich glaube, die kommt jetzt auch nicht mehr runter, von daher kacken wir mal gerade drauf. Und verziehen uns mal wieder zurück zum Bonfire am besten. Das wäre jetzt so die optimale Lösung, zurück zum Bonfire erstmal. Ich weiß immer noch nicht, wie diese Tür aufgeht, ne? Das habe ich echt voll verpeilt. Ich glaube, das ist irgendwo echt auf dem Friedhof auch in so einem Ding drin. In der Kiste. So, rennen, 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 rennen. Und ans Bonfire ran. Können wir ab. Ja, Level kriegen wir sogar hin. Machen wir nochmal einen auf Decks. Machen wir 60 Decks, das passt. So, und dann brauchen wir noch eine Twin Humanity. Ja, die Folge wird jetzt ein kleines bisschen kürzer, hoffentlich. Und noch normale Humanity, ne? Wir brauchen 4. So. Dann, Hollowing. Reverse Hollowing. Und dann können wir mal hier ein bisschen das Bonfire kindeln. Also das Schöne ist daran, wenn ihr ein Bonfire kindelt für New Game Plus, bleibt das auf jeden Fall erhalten. Definitiv. Und, ja. Das ist eine sehr gute Sache. Definitiv eine gute Sache. Gerade wenn ihr halt mehrere Durchläufe machen wollt, ist es intelligent, halt einmal komplett ja, alle Bonfire. Das gibt's nicht. Der Run hat eben die ganze Zeit funktioniert. Ruhig weniger. Das kann. Das. Nein. Nein. So, das kann jetzt nicht sein. Na gut, wir haben 20 Estus Flasks wieder. Haben jetzt ein bisschen hier die Opportunity. Ne? Das werde ich gleich invaded.
Komm, ernsthaft. Ja. Komm, ist gut. Ich glaube, jetzt kommt er hier gleich. Dark King, ich glaube Jeremiah. So. Weil in diesen Käfigen ist auf jeden Fall auch was drin. So kann auf jeden Fall was drin sein. Könnte sein, dass der Schalter hier auch drin ist. Ich weiß es echt nicht mehr. Da, Dark King Jeremiah. Oh, wo ist er denn? Da oben. Das ist ein NPC. Ein Vader. Und ihr seht auch, der ist Pyromancer. Und dazu noch ein ziemlich guter. Und natürlich hat er noch diese Peitsche. Scheiße. Nein. Nicht schlecht von mir. Also der hält echt nicht viel aus, aber der ist dafür schon, haut gut rein, wie ihr gesehen habt. Und dropped 30.000, nice Level. Humanity acquired und die Notched Whip droppt er. Und man kann, glaube ich, jetzt auch seine Krone sich organisieren. Ist hier nicht irgendwie so ein Schalter oder sowas drin gewesen? Weiß ich echt nicht. Es ist echt so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe, dass ich das echt nicht mehr weiß. Ich bin ja auch echt nur ein einziges Mal wirklich durchgelaufen. Oder zweimal? Ein oder zweimal bin ich hier durchgelaufen. Also bitte ich diesen Fauxpas gerade mal kurz zu entschuldigen. Ich verlaufe mich gerade auch echt hart. Ist schon mal nichts. Wo, wie kann man denn, wie konnte man die Tür denn aufmachen, verdammt? Da oben ist auf jeden Fall noch was. Gucken wir mal da. Also ich weiß, man brauchte den Schlüssel. Aber wofür? Wofür brauchte man den Schlüssel? Okay, hier geht's wieder runter. Hier war, glaube ich, auch sonst nichts. Hier waren nur die ganzen Hollows. Hm. Nee, hier geht's auch wieder. Nee, bleh. Verlaufe ich mich hier schon? Wofür brauchte man den Schlüssel denn? Also ich weiß, man braucht ihn, aber ich weiß echt nicht mehr wofür. Merkwürdig. Merkwürdig, liebe Leute. Na gut, kann ja mal passieren. Du bist eine echte... Oh, Weapon at Risk. Das ist nicht so gut. Das ist echt nicht so gut. Vor allen Dingen hier jetzt zu sein, ist echt... Okay, ich benutze mal schnell... einen Homebot bauen. Erstens mal ableveln, zweitens mal schnell reparieren. Weil ansonsten wird das für mich gleich sehr, sehr suboptimal. So, mal alles hier komplett wieder voll machen. Und ein Level mal investieren in Dex. Ja, komm, machen wir nochmal Dex. Und können wir nochmal Rüstung reinforcen? Lord's Blade. Ja, das Twinkling Titan halt auch. Glaube ich aber auch ein ganz gutes. Set. Painting Guardian. Achso, wir wollten ja noch die Dings machen, ne? Ganz vergessen. So, wir können jetzt das upgraden. Und was bringt denn hier am meisten? Das upgraden. So, dann schauen wir uns mal gerade den ganzen Schnack an. Wenn wir schon mal dabei sind. Und zwar haben wir bekommen den Annex Key. Wo ist der? Blub, blub, blub. Annex Key. Key to the Annex in the painted world of Ariamis. In the wintry painted world, there is a structure resembling an old cathedral. Its Annex serves as a type of storehouse. Dann haben wir bekommen
Miracle. Vow of Silence. Secret Rite of the Black-Haired Witch Welkar. Prevents casting of magic within effect area. Welkar, the goddess of sin, is a rogue deity. But she is versed in arts, both new and old, and is considered to have a great range of influence, even as gods are concerned. Ja, natürlich alle Angst vor. Dark Silver Tracer, haben wir ein Schwert? Ja, wir haben Welkars Parian-Dings bekommen, ne? Rapier. Mal gucken, wo es ist. Nordstrip haben wir erstmal bekommen. Whip with sharp spikes. Only slightly effective against armor and tough scales, but quite formidable against enemies with exposed skin. Also causes heavy bleeding. Wo haben wir es denn? Dragon King Great Axe. Da war doch was, oder? Ne, Rickett. Doch, Welkar. A symbolic powerful thrusting sword used by the Pardoner serving Welkar, goddess of sin. It is no mere symbol, to be sure. The Pardoner is an inhuman swordsman and wields this enchanted blade with special sword technique. Schauen wir uns mal gerade an. Hat ein C-Scaling und ein B-Scaling. Also ist ein sehr gutes In-Scaling eigentlich. Nicht von schlechten Eltern, das Ding. Und jetzt kommt natürlich noch so das ganze Kram, den wir eben geholt haben hier. Da war das Black Set. Black Iron Helm. Helm of Black Iron Tarkus, a knight known for his great strength. Built of a special black iron and providing strong defense, notably against fire, but so terribly heavy to be unwieldy to all but Tarkus himself. Den Brasskram haben wir auch, ne, von der Firekeeperin bekommen. Crimson haben wir gehabt. Witch Hat haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Maidenhood haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Dingy, Eastern, Shadowkram. Was ist da? Painted? Painted? Da. Hood worn by the alabaster-clothed guardians of the paintings in Anor Londo offers substantial protection versus magic. They have guarded the great paintings of Ariamis for ages, passing their duty down through the generations. But the reason for doing so passed from all memory long ago. Da haben wir, glaube ich, nicht drüber gesprochen, ne? The Cyclops headpiece is common to all of the Lord's blades, but Kieran was determined to earn this soft porcelain mask as a unique decoration of honor. The mask is lined with ivory locks of hair. A robe common to all of the Lord's blades. These deadly women shift nimbly between layers of darkness, etching streaks of gold into the night air and planting visions of terror into the minds of their targets. So, ansonsten haben wir, glaube ich, auch wieder über alles gesprochen. Ne? Ja, haben wir sonst über alles gesprochen. Gut, dann können wir jetzt mal weitermachen. Wir haben nämlich noch was zu tun. Hier ist nämlich noch ein untoter Drache, den wir gerne, ja, von der Bildfläche haben wollen. Ernsthaft, wo war denn nochmal diese Contraption, ey? Ich hab das voll vergessen. Das ist krass, liebe Leute. Einfach nur krass. So, die Folge ist auch nicht mehr so lange. Ich denke mal, wir sollten jetzt eigentlich noch schaffen, uns gegen den untoten Drachen zur Wehr zu setzen. Ihr seht ihn da hinten. Und ihr seht, der bleibt liegen. Ne, der kommt. Und da auf jeden Fall mit Ranged ein bisschen agieren. Denn der kommt jetzt hier gut ran. Der kommt ran auf den Meter, ne? Und hier solltet ihr eigentlich nur von links nach rechts ausweichen. Ihr seht es. Der, oh. Da war ich zu dicht dran. Einfach nur schön immer, wenn er speit, ausweichen. Mehr ist es echt nicht. Also wenn ihr einen Bogen habt, ist das Ding echt tierisch simpel. Wenn ihr keinen Bogen habt, könnt ihr auch
Einfach dann nach vorne rennen, draufhauen und dann einfach runterdroppen vorne. So. Er kriegt leider gerade ein bisschen wenig, finde ich, so an Schaden. Aber er ist schon halb down, ne? Also der Drache ist auf jeden Fall ein sehr leichter Kampf. Solltet ihr euch auf jeden Fall dann überlegen, ja, inwieweit ihr den machen wollt. Der ist komplett optional. Müsst ihr, also diese ganze Region ist echt komplett optional. Da ist auch nichts drin, wo man sagen müsste, das braucht ihr unbedingt. Und das heißt, ihr wollt halt ein Okkultbild machen, dann solltet ihr schon hier reinkommen. Aber ihr seht auch, die Painted World ist jetzt nicht unbedingt so hardcore schwer, dass ihr es nicht einfach schaffen könnt oder dass ihr euch da irgendwie großartig was abfeiern müsst, ne? Könnt ihr mal ein bisschen Eier schaukeln. So. Drache ist tot. Und droppt natürlich eine Dragon Scale. Und hier einiges an Seelen für uns. Tada. Ein Blood Shield. Und ihr seht da vorne, ist der Überrest des Drachen, der uns den Weg hier versperrt. Das kann man aber umgehen. Wie ging das denn nochmal? Nämlich genau so. Zack. Und ihr seht, wir sind jetzt hier quasi direkt ans Ende gedroppt. Da vorne ist der finale Boss. Und den machen wir in der nächsten Episode, aber ich schreite schon mal durch das Foggate. Denn ihr seht gleich, was dann passiert. Das ist Priscilla und wir sprechen mal mit ihr. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Ja, wir bleiben dann mal kurz hier und sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann. Tschüss.